Star Citizen übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Heute gibt es ein Käffchen, wo ich ein wenig darüber erzählen werde, was sich bei mir ändern wird. Einige von euch haben das ja schon in der Community-Sektion hier auf YouTube gelesen. Ja, und im Rahmen dessen sprechen wir nochmal das AMA durch, das Ask Me Anything zu den Dynamic Events und so dieses und jenes, was mir durch den Kopf geht. Und dann gab es ein hochinteressantes Star Citizen Live mit Richard Tyra, das ich euch übersetzt habe. Und in diesem Rahmen gehe ich nochmal über die Inside Star Citizens zum Thema des Death of a Spaceman und des Heilungs-Gameplays und des neuen Inventar-Gameplays, was es im Inside Star Citizen dieser Woche gab. Viel Spaß! Ja, im letzten halben Jahr ist ja die Frequenz meiner Videos gesunken. Das hatte den Hintergrund, dass ich im Februar wieder in Vollzeit gegangen bin und ja, schlicht und einfach nur noch sehr, sehr wenig Zeit hatte, Videos zu bauen. Dann habe ich das immer so gemacht, dass ich immer, wenn ich ein bisschen Zeit hatte, ja, ein wenig übersetzt habe, ein wenig Material zusammengetragen habe und dann ist so im Laufe der Zeit eben ein sehr großes Video dabei herausgekommen. Jetzt hat sich aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen die Situation ergeben, dass ich doch wieder für zunächst einmal 2 Jahre in Teilzeit gehe. Und im Rahmen dieser Arbeitszeitverkürzung habe ich jetzt natürlich wieder mehr Zeit, mich auch mal frequenter um Videos zu kümmern. Das heißt, ich kann mir vorstellen, das muss ich mal so herauskristallisieren, aber wie gesagt, das ist gerade so meine Vorstellung, dass ich dann wieder eher auf einer recht wöchentlichen Frequenz dann kleinere Videos bauen werde, womit ich nicht sagen möchte, dass jede Woche ein Video rauskommt, aber wie gesagt, so frequent wie möglich. Und dabei ist mir durch den Kopf gegangen, dass ja der ursprüngliche oder die ursprüngliche Intention meiner Videos waren ja die sehr technischen Around-the-Verse-Folgen, die vollgepackt waren mit Tech-Sprech, mit technischen Informationen, die man als Otto-Normalverbraucher nicht oder nur kaum verstehen konnte. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, mir das angeguckt und versucht zu verstehen und mein Verständnis habe ich dann wiedergegeben. Das ist ja der Kern meiner Videos gewesen. Diese Übersetzungs- ja, Möglichkeiten oder auch einfach diesen Bedarf, den gibt es fast gar nicht mehr. Ich entdecke immer weniger Videos, wo es wirklich notwendig ist, dort eine weiterführende Recherche anzustellen und Übersetzungen vorzunehmen. Deswegen meine Überlegung, dass ich meine Formate, damit ihr das auch auseinanderhalten könnt, ein wenig trennen werde. Die reinen kleinen Übersetzungen werde ich weiterhin unter dem Format übersetzt rausbringen. Und immer wenn ich dort etwas entdecke, wo es etwas zu erklären gibt, dann kann ich mir vorstellen, das als ja, entweder als Hintergrund rauszubringen oder ich bringe es auch wieder als dedizierten Exkurs raus. Das muss ich mir dann nochmal überlegen. Aber so, dass man dann auseinanderhalten kann, ob es jetzt eine reine Übersetzung ist, 1:1, oder ob es dort tatsächlich weiterführende Informationen gibt. So stelle ich mir das gerade vor. Ja, zum Thema Werbung bin ich angesprochen worden. Wie gesagt, das habe ich jetzt auch auf dem Verse-Night-Kanal festgestellt. YouTube schaltet ja Werbung bei jedem Video. Der Verse-Night-Kanal zum Beispiel ist dediziert, nicht monetarisiert. Der ist da auch gar nicht für angemeldet. Das hat auch den Hintergrund, weil wir dort diese Royalty-Free Music spielen, also die Musik, die man frei nutzen kann, ohne dort mit Urheberrechtsansprüchen sich Gedanken machen zu müssen.
Und trotzdem, das steht ja auch in den AGBs von YouTube, wird dort Werbung geschaltet. Wir selber als Betreiber der Worst Night sehen davon aber nichts. YouTube schaltet eben die Werbung und argumentiert damit, dass sie dieses Geld brauchen, um die Kosten decken zu können für die Server und den Traffic und so weiter. Und deshalb habe ich mich entschlossen, die Werbung auf meinem Hauptkanal, auf diesem Kanal hier zu schalten, damit eben nicht nur YouTube was davon abbekommt, sondern ich auch. Und weiterhin wird wohl, das habe ich mir sagen lassen, wenn man tatsächlich dann auch Werbung bewusst schaltet, die Reichweite insofern erhöht, als dass die Videos öfter vorgeschlagen werden. Ob das der Fall ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mir gedacht, wenn sowieso schon Werbung auf meinem Kanal geschaltet wird, dann mache ich das eben so, dass auch ich dann ein kleines, klitzekleines Häppchen davon abkriege. Deswegen gibt es jetzt eben Werbung, weil es sich sowieso nicht vermeiden lässt. Ganz im Gegenteil, ich habe sogar mehr Einfluss drauf, denn wenn man das nicht steuert, dann schaltet YouTube automatisiert gefühlt alle 5 Minuten irgendwie einen Werbeblock rein. Und so habe ich eben die Möglichkeit zu sagen, nee, ich will halt nur einen Werbeblock vorweg und einen hinterher und was weiß ich, alle halbe Stunde mal einen. Genau. Dann hat es eine ganz interessante News gegeben, und zwar ist Firesprite gekauft worden von Sony. Das haben wir ja auch in der Worst Night besprochen. Und meine Unterstützer auf Tippi wissen das auch schon. Aber hier auch nochmal kurz angesichts der großen Abonnentenzahl hier meines Hauptkanals auch nochmal erwähnt, dass Sony eben Firesprite gekauft hat. Das sind die, oder ist das Unternehmen, welches sich maßgeblich um Theaters of War und die FPS-Gameplay-Erfahrung für Star Citizen gekümmert hat als externer Dienstleister. Daraufhin hat der Board Gamer auf Twitter auch gefragt, welche Auswirkungen das hat. Und der Silo, der Tyler Witkin, der Community Manager, hat geantwortet, dass die Verträge noch zu Ende laufen und es sonst keine weiteren Auswirkungen zur Folge hat. Jo, also Haken dran, brauchen wir uns keine großartigen Gedanken drüber zu machen über das Thema. Ja, dann gab es ein AMA, ein Ask Me Anything zum Thema der Dynamic Events. Ich würde sagen, da gehen wir auch mal so durch und gucken, was da geschrieben wurde. Dort haben schriftlich geantwortet im Spektrum Luke Presley, das ist der Lead Designer, der führende Designer, Edward Fuller, Principal Live Designer, Rob Reininger, Assistant Live Game Director, der ist inzwischen aufgestiegen, und Ben Dorsey, das ist der Senior Systems oder ein Senior Systems Designer. Die erste Frage lautet, sie ist ja immer noch da, der Handelsvorrat und die Wiederauffüllungsrate können schmerzhaft langsam sein. Welche möglichen Änderungen, wenn überhaupt, werden für Jumptown 2 in Erwägung gezogen, nachdem es bei Ninetales Lockdown ähnliche Hinweise gab, dass die Spieler nicht in der Lage waren, sich angemessen mit medizinischen Hilfsgütern zu versorgen? Dadurch kam es während des Events manchmal zu einem langweiligen Stillstand, was sich negativ auf die Qualität, das Tempo und die Arbeit auswirkte, die das Team geleistet hat, um dieses Event durchzuspielen. Hierauf hat der Senior Systems Designer Ben Dorsey geantwortet, dass er diese Frage in 2 Teilen beantworten wird. Jumptown 2 und Ninetales. Dazu schreibt er, bei Jumptown 2 werde ich, sofern keine unvorhergesehenen Fehler auftreten, die Drogen physisch spawnen lassen, anstatt dass sie in einem Shop gekauft werden können. Das Inventar ist dann weniger 300 Kisten sind auf allen Servern verfügbar, sondern mehr. Eine Kiste wird alle 30 Sekunden auf jedem Server zum Spawnen verfügbar sein. Ich hatte das Gefühl, schreibt er weiter, dass dies sowohl vom Gameplay her interessanter war, da das Tragen der Fracht zu deinem Schiff eine zusätzliche Komplexitätsebene hinzufügt. Physikalisierte Fracht wird dies im gesamten Spiel zu einem Standard machen, aber darauf wollte ich nicht warten. Als auch, dass in einem PvP-fokussierten Event Spieler auf einem anderen Server in der Lage sind, die Kisten zu nehmen, die du versuchst zu verteidigen oder zu stehlen. Und dass das einen großen Teil des Gameplays zunichte macht.
Einige von euch, die am allerersten Evocati-Test teilgenommen haben, erinnern sich vielleicht daran, dass es für Ninetales Lockdown Shop-Mods gab, die dafür sorgten, dass die Läden, die medizinische Hilfsmittel verkauften, ihre Verkaufsvorräte aufstockten, ähnlich wie die Station ihre Kaufvorräte aufstocken konnte. Aufgrund des Feedbacks von Xenothreat wurde ich gebeten, diese Mods zu entfernen, um den Fokus auf die Schiffswracks zu richten. Dank des Feedbacks von Ninetales war ich in der Lage, dieses Gespräch erneut zu führen und ich habe die Shop-Mods für die Verkaufsstandorte für 3.15 wieder aktiviert. PS, ich habe das im ISC-Segment kurz angesprochen. Besagte Shop-Mods werden in den Verkaufslocations in Jumptown 2 zum Einsatz kommen, um die Kaufkapazität des Shops zu erhöhen. Das verstehe ich also so, weil hier das Quanta-System einfach noch nicht verfügbar ist, wird ja ein bisschen gemogelt, damit überhaupt die entsprechenden Kapazitäten zur Verfügung stehen. Das wird sich ja später alles ändern, wenn wir das dynamische, KI-basierte Quantum haben, was die NPCs und die Wirtschaft und alles simuliert. Und dann werden wir eben auch ein dynamisches Wirtschaftssystem zugrunde liegen haben. Nächste Frage. Bei Xenothreat gab es derzeit ein Problem, das sicher bald behoben sein wird, nämlich dass die Zerstörung, der Angriff auf die feindliche Idris in Phase 3, bevor die Javelin ankam, das Event unterbrochen hat. Ohne zu spoilern, gab es irgendwelche Designänderungen, die CIG für Jumptown 2 vornehmen musste, um die Wahrscheinlichkeit von Eventabbrüchen oder langen Verzögerungen zu verringern? Luke Presley antwortet darauf: Wir haben gesehen, dass viele Bäcker dies als Ursache angegeben haben, aber die Ankunft der Javelin hat keinen Einfluss auf das Spawnen der Idris in der Ablauflogik. Der Hotfix, den wir eingespielt haben, sollte ein Problem beheben, bei dem wir versucht haben, die beiden Idris in einem Radius von 1 Kilometer um das Wrack der vorherigen Idris zu spawnen. Und wenn das fehlgeschlagen ist, wurde keine Idris gespawnt und die Mission konnte nicht abgeschlossen werden. Wir dachten, dass dies eine extrem seltene Situation sei, da wir sie beim Testen nie registriert haben. Aber dann sahen wir 50 Spieler in großen Schiffen, die die Idris im Moment ihrer Zerstörung belagerten. Und wir erkannten, dass dies ein wahrscheinlicher Grund dafür war, dass die Missionen unterbrochen wurden. Um dies zu unterbinden, erhöhten wir den Radius schrittweise, bis der Spawn erfolgreich war. Dieser Fix betrifft Spawns im gesamten Spiel, sodass es nirgendwo ein Problem geben wird, auch nicht in Ninetales. Dies war jedoch nur unsere beste Vermutung, wie man das Problem beheben kann, dass eine Idris nicht spawnt und die Mission unterbrochen wird. Aber aus dem Feedback der Spieler geht hervor, dass dies das Problem nicht gelöst hat. Vielleicht hat es sich verbessert, sodass weitere Analysen hinzugefügt werden müssen, um der Sache auf den Grund zu gehen. Und dann fügt er noch hinzu: Zu wissen, wenn etwas passiert, ist einfach, weil man ein Feedback bekommt, das einem sagt, dass es passiert ist. Zu wissen, wann etwas nicht passiert, das ist die Herausforderung, weil man in diesem Fall nie ein Feedback erhält. Das Beste, was man tun kann, ist, einen Timer einzurichten. Und wenn man nach Ablauf des Timers kein Feedback erhält, geht man von einem Fehler aus und bricht die Mission ab. Das Event lief nicht einmal 2 Wochen lang und zuerst einmal musste das Problem so häufig auftreten, dass es als ernsthafter Fehler registriert werden konnte. Dann mussten wir das Problem untersuchen und da wir es intern nicht reproduzieren konnten, haben wir es am Ende nach bestem Wissen und Gewissen behoben, was auch für den Rest des Spiels wichtig war, anstatt eben einen Timer hinzuzufügen. Im Nachhinein betrachtet war das vielleicht ein Fehler, aber wir beabsichtigen, die notwendigen Analysen hinzuzufügen, um dieses Problem zu erkennen und zu lösen, da es wahrscheinlich nicht nur auf dieses Event beschränkt ist. Die nächste Frage. Derzeit werden Vorwarnungen zu einem Ereignis kanalübergreifend gesendet, damit sie nicht mit einer Ankündigung eines anderen dynamischen Ereignisses kollidieren, da Xenothreat und Ninetales nicht gleichzeitig stattfinden. Aber was ist der Gedankengang hinter gleichzeitig stattfindenden dynamischen Ereignissen, die an Spieler innerhalb desselben Sonnensystems, zum Beispiel Stanton, oder Sonnensystemsektors, zum Beispiel um Pyro 4, übertragen werden? Wird man zum Beispiel nur durch die Auswahl einer Mission im Vertragsmanager unter dynamische Ereignisse Duly sprechen hören, im Gegensatz zu der Übertragung über das gesamte Gebiet? Oder wird das Fliegen in das Gebiet, in dem das Ereignis stattfindet, automatisch die Missionsannahme und die Vorwarnungsdurchsagen auslösen? Rob Reininger schreibt dazu: Letzten Endes ist es so, dass zu jeder Zeit eine Vielzahl von Ereignissen im Verse stattfinden kann. Wir räumen ein, dass wir derzeit bei der Übertragung von Ereignissen extrem hemdsärmlich an die Sache rangehen, weil wir mit den Tools arbeiten müssen, die wir im Moment zur Verfügung haben. Im Idealfall müssen wir unser Benachrichtigungssystem so ausbauen, dass es mehrere Ereignisse,
Nachrichten in der Warteschlange und andere von den Spielern gesteuerte Kontrollen, wie zum Beispiel Steuerung der Arten von Nachrichten, die sie erhalten, handhaben kann. Außerdem sollten wir bedenken, dass wir uns noch in der Anfangsphase dieser Technologie befinden und dass sie sich weiterentwickeln wird, wenn wir nicht nur mit dem System für dynamische Ereignisse, sondern auch mit anderen ergänzenden Systemen vorankommen. Nächste Frage. Bislang waren alle dynamischen Ereignisse in erster Linie raumbezogen. Gibt es neben JumpTown 2 noch weitere Pläne für ein bodengestütztes dynamisches Event? Rob Reininger schreibt dazu, dynamische Ereignisse werden letztendlich überall im Spieluniversum ausgelöst, wenn verschiedene Bedingungen erfüllt sind, die für die jeweilige Mission relevant sind. Das könnte etwas so Kleines wie ein Außenposten oder eine UGF sein, eine Underground Facility, also ein Bunker, bis hin zu Kommunikationsanlagen, Stationen oder sogar großen Landezonen. Das erfordert FPS-Gameplay oder Raumschiffe. Die bevorstehende Präsentation von Tony Z auf der CitizenCon wird einige zusätzliche Details enthalten, aber seid versichert, dass wir diese Art von Inhalten im ganzen Universum haben wollen, nicht nur für größere Raumschlachten. Edward Fuller schreibt übrigens noch ergänzend, dass wir zukünftig ein Planeten-Mesh haben werden und somit dann die KI auch auf Planetenoberflächen navigieren können wird. Da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen, denn im Moment ist das Universum doch sehr leer, auch wenn es natürlich eine Sandbox sein soll. Aber es wurde ja auch immer versprochen, dass wir nicht nur eine spielerbasierte MMO-Umgebung haben werden, sondern dass das Ganze eben auch mit KI-Leben gefüllt werden wird. Und da wir ja auch Straßen bekommen, wäre es schon extrem cool, wenn wir dort ja Fahrzeuge haben, die auf der Straße fahren, Raumschiffe, die über die Planetenoberfläche schweben oder im Orbit und starten und landen und das Ganze dann eben zu einem, ja, irgendwo lebendig, halbwegs real wirkenden Spielumgebung werden lässt. Es bleibt natürlich zu hoffen, es gibt immer diese Karpalken, das lässt sich auch nicht vermeiden, die dann hinfliegen und andauernd irgendwelche Schiffe über den Haufen schießen und sich da einen Spaß draus machen, die Landschaft zu beeinflussen, zu manipulieren, um es positiv zu formulieren. Ich hoffe, dass CIG das irgendwie geartet unter Kontrolle kriegt. Also entweder, dass man die gar nicht beeinflussen kann, diese KI-gesteuerten Raumschiffe und Fahrzeuge. Das wäre natürlich nicht so schön, aber ich denke, das wäre trotzdem möglich. Oder dass sie eben die KI so weit kriegen, dass man auch als guter PvPler, der man ein chaotisch böser Charakter ist, um es mit D&D auszudrücken, dass die einfach sich ein wenig fürchten vor der KI. Aber auch da ist immer wieder die Frage, fürchten sie sich oder suchen sie dann die Herausforderung, weil es eben Spaß macht, gegen Gegner auf Augenhöhe dann zu kämpfen. Ich weiß es nicht. Also ich hoffe, dass sie eine Möglichkeit finden, auf der einen Seite das Verse zu beleben, auf der anderen Seite es eben auch so am Laufen zu halten, ja, dass es eben durch solche chaotischen Manipulationsversuche geschützt ist, weitestgehend. Wir werden sehen. Ich habe in vielerlei Hinsicht aktuell Bedenken, aber die Community auf meinem Discord kennt das, dass ich da im Moment etwas zurückhaltend bin und das ganze Gegenteil von gehypt. Goodie. Nächste Frage. Werden zukünftige dynamische Ereignisse Belohnungen für Spieler bieten, die sich auf der Seite der Xenothreat schlagen, um die CDF, also die Civilian Defense Force, zu bekämpfen, also auf der Seite der Bösen? Luke Presley schreibt dazu, wann auch immer wir das nächste Xenothreat-Event durchführen, ist es mehr meine persönliche Hoffnung und Absicht, dass wir die nötige Klarheit über die Marker haben, um es mit einer Gegenmission für Xenothreat-Anhänger durchzuführen. Wenn wir also davon ausgehen, dass wir eine Gegenmission bekommen, würde ich davon ausgehen, dass es Belohnungen auf Basis von Reputation geben wird. Das kann ich nicht versprechen, aber ich sehe es als die nächste große aufregende Sache an, an die wir richtig rangehen müssen. Es gibt Pläne, die Art und Weise zu verbessern, wie wir Dinge wie Feindseligkeit, rechtmäßiges Angriffsrecht und Verbündetenstatus kommunizieren, was diese epischen Gegenmissionen möglich machen wird. Nächste Frage, gibt es Pläne für ein dynamisches Ereignis, das nicht auf Kampfberufe ausgerichtet ist, also zum Beispiel Bergbau und Veredelung beinhaltet?
Rob Reininger antwortet, idealerweise werden wir dynamische Events haben, die die gesamte Bandbreite unserer Features abdecken. Sobald wir den Bergbau in die Kernmissionen integriert haben, etwas, das von einem Missionsgeber oder Vertragsmanager vergeben werden kann, erwarte ich, dass wir nach Möglichkeiten suchen, dies in unsere dynamischen Inhalte einzubauen. Nächste Frage: Wie wird die Zukunft der dynamischen Events den gesamten Raum und die interessanten Orte in Ständen nutzen und nicht nur auf einen bestimmten Bereich eines Winkels im Verse beschränkt sein? Rob Reininger antwortet, eine Sache, die man im Hinterkopf behalten sollte, ist, dass wir die aktuellen Ereignisse nutzen, um die notwendige Technik zu entwickeln und ein Szenario für einen einzelnen Ort zu testen, bevor wir versuchen, sie an irgendeinem Ort im Verse auszulösen. Dies hilft uns dabei, Probleme mit der Missionslogik zu erkennen und die für die Mission erforderlichen Ortsmarkierungen zu identifizieren. Es gibt keinen Grund, jeden möglichen Ort zu markieren, bevor man nicht genau weiß, welche Anforderungen die Mission hat. Oftmals verfeinern wir das Erlebnis im Laufe der Zeit, sodass das, was wir anfangs implementieren, nicht unbedingt das endgültige Erlebnis sein muss. Und es macht keinen Sinn, es zu erweitern, bis wir damit zufrieden sind. Mit der Weiterentwicklung unserer Technologie erwarte ich also, dass immer mehr unserer Standorte mit den Inhalten, die wir vorantreiben, genutzt werden können. Nächste Frage: Wird es in Zukunft einen Mechanismus geben, der RNG, Random Number Generation, also eine Zufallsnummerngenerierung, verwendet, um zu bestimmen, welches dynamische Event aktiv wird? Da gucke ich jetzt mal in Richtung Quantum und Rob Reininger antwortet auch, wir arbeiten sehr hart daran, ein System zu entwickeln, das auf Bedingungen reagieren kann und wird, die in einer Backend-Simulation ablaufen. Während dies immer noch ein gewisses Maß an Wahrscheinlichkeitsrechnung beinhaltet, ist die Absicht, dass ein gewisser Benchmark erreicht wurde, entweder erstens durch die Interaktion des Spielers in der Welt oder zweitens durch ein gewisses Maß an virtuellen KI-Entscheidungen, die ein gewisses Maß an Ungleichgewicht in der Welt verursacht haben. RNGs, also Zufallsnummern, werden zwar hier und da eingesetzt, aber oft nur für Dinge wie, welche Gruppe von Gegnern wird bei einer zufälligen oder nicht so zufälligen Begegnung auf dich geworfen, auf dich losgelassen. Aber unterm Strich wollen wir, dass die Welt etwas ist, das die Spieler verstehen und möglicherweise lernen können, auf welche Warnzeichen sie achten müssen, weil sonst wahrscheinlich X oder Y passieren wird. Das wird uns aber nicht daran hindern, Dinge zufällig auszulösen. Nächste Frage: Sind dynamische Ereignisse beim derzeitigen Zustand der Spielserver, in Klammern Lag, Desync, wirklich notwendig? Klar, hat man eben ja auch schon lesen können, es ist eine Testumgebung, da brauche ich die Antwort auch gar nicht vorzulesen. Nächste Frage: Welche Dinge habt ihr gelernt und werdet ihr im Hinblick auf die Verbrechensstatistiken für Lawful-Spieler, also für gesetzestreue Spieler, während dieser Events ändern? Luke Presley antwortet, wir haben aus dem aktuellen Run von Xenothreat eine Menge gelernt, ebenso wie aus der ersten Version, die unser erster Versuch einer groß angelegten Flottenschlacht war. Und so haben wir eine Menge über die Art von Problemen gelernt, die nur auftreten, wenn viele Spieler und KI an einem Ort zusammenkommen und kämpfen. Die wichtigsten Punkte, die wir in der zweiten Version angehen wollten, waren unser vereinfachtes Friendly-Fire-System, das zu unfairen Crime-Stats in der ersten Version führte. Wir haben große Fortschritte bei der Schlichtung von Friendly-Fire gemacht, wodurch die Anzahl der unfairen Crime-Stats drastisch gesenkt werden konnte, wie das Feedback und die Analysen zeigen, die wir zum Event erhalten haben. Das Tolle daran ist, dass diese Art von Änderung das gesamte Spiel verbessert, nicht nur das Ereignis, und den Weg für weitere groß angelegte Raumschlachten in der Zukunft ebnet. Jetzt, da das System generell fairer ist, wurde ein großer Teil des Grundrauschens der massiv vielen Fehlermeldungen eliminiert und wir können jetzt die spezifischen verbleibenden Probleme identifizieren. Ich sehe, dass wir noch an der Kollisionsseite arbeiten müssen, also wird das unser nächster Schwerpunkt sein, ebenso wie einige Änderungen, von denen ich sicher bin, dass sie den Bäckern gefallen werden, auf die ich aber noch nicht näher eingehen kann. Nächste Frage: Werden dynamische Ereignisse manuell ausgelöst oder gibt es eine Logik, die das Ereignis auf der Grundlage einer Bedingung auslöst, zum Beispiel wenn es auf einem Server eine hohe Dichte an Crime-Stats gibt? Ben Dorsey schreibt dazu, das kann man sich wie gesagt auch selber ausrechnen, wenn Quanta da ist, also Quantum mit seinen Quanta, dann werden solche Ereignisse dann als Zielszenario durch Quantum ausgelöst werden. Aktuell werden sie natürlich manuell platziert und ausgelöst. Nächste Frage: Können wir während der Ereignisse mit Videoübertragungen über MobiGlass anstelle von Standbildern rechnen? Ja, Großbuchstaben. Ihr werdet eines Tages Dulys Gesicht in den Missionsübertragungen sehen können.
Technisch gesehen wird es immer einige Szenarien geben, in denen ein PC einen Spieler anrufen soll und dieser NPC noch nicht auf den Client-Rechner gestreamt ist. Daher kann es unter bestimmten Umständen notwendig sein, sein Gesicht für diesen Zeitraum nicht zu zeigen, vielleicht mit einem statischen Bild oder einem Bildplatzhalter, das dann durch sein Gesicht ersetzt wird, wenn er sich einloggt. Wir würden also immer versuchen, das Gesicht zu zeigen, wenn wir können. Jetzt kommt eine kleine Frage mit einer sehr umfangreichen Antwort. Frage: Was hat eurer Meinung nach bei dem Ninetales-Event gefehlt hinsichtlich des Umstands, dass dieses Event weniger fesselnd war als das Xenothreat-Event? Ben Dorsey antwortet: So viele Dinge. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um eine Art Mini-Postmortem zu machen. Unzureichende medizinische Versorgung. Es gibt nicht genügend medizinische Hilfsmittel, damit die Transporteure ungehindert an dem Event teilnehmen können. Einige von euch, die am allerersten Evocati-Test teilgenommen haben, werden sich vielleicht daran erinnern, dass es für Ninetales Lockdown Shop-Mods gab, haben wir ja ganz zu Anfang drüber gelesen, die dafür sorgten, dass die Läden, die medizinische Hilfsmittel verkauften, ihre Verkaufsvorräte aufstockten, ähnlich wie die Station ihre Kaufvorräte aufstocken konnte. Aufgrund des Feedbacks von Xenothreat haben wir beschlossen, diese Mods zu entfernen, um den Schiffswracks mehr Bedeutung zu verleihen. Dank des Feedbacks von Ninetales konnte ich diese Entscheidung neu bewerten und habe die Shop-Mods für Verkaufsstandorte für 3.15 wieder aktiviert. Wir sind ein wenig besorgt, dass dies zu profitabel sein wird, aber ein angenehmes Spielerlebnis ist eine kleine vorübergehende wirtschaftliche Destabilisierung wert und dies ist etwas, das abgestimmt werden kann. Längerfristig sollten auch Verbesserungen am Shop-System helfen. Spieler, die nicht auf der Seite der Ninetales spielen. Dies ist für mich einer der schmerzhaftesten Punkte. Laut unseren Analysen kommen auf einen Spieler, der den Ninetales angehört, 20 Spieler, die der guten Crusader-Fraktion angehören. Kurzfristig möchte ich die Belohnungen für Ninetales erhöhen, aber wenn ich ehrlich bin, erwarte ich, dass dies nur sehr geringe Auswirkungen haben wird. Längerfristig habe ich eine Technik angefordert, die sich darum kümmert, dass Spieler, die mit Ninetales verbündet sind, ins Gefängnis geschickt werden. Und sobald die Spieler den Ruf der Ninetales erlangen können, hoffe ich, dass ich die Crime Stats nicht mehr als Kriterium für die Teilnahme heranziehen muss und die Spieler somit etwas langfristiger entscheiden können, mit welcher Seite sie sich verbünden wollen. Das Event war zu kurz. Viele Spieler konnten nicht an dem Event teilnehmen, weil es endete, bevor sie sich einloggen konnten. Mea culpa in diesem Fall. Ich hatte die Prologphase auf eine Stunde festgelegt, weil ich dachte, dass dies ausreichen würde. Diese Zahl ist dynamisch einstellbar, wenn wir das Event starten, also werden wir den Prolog in Zukunft wahrscheinlich etwas verlängern. Ich habe außerdem darum gebeten, dass wir in Zukunft, zumindest bis wir eine ausreichend große Anzahl dieser Events haben, damit sich die Spieler regelmäßig einloggen und etwas finden können, eine etwas größere Vorankündigung für Ninetales geben, damit die Leute planen können, sich einzuloggen. Das Ereignis war zu lang und zu repetitiv. Ich hoffe, dass sich dieses Problem im Laufe des Spiels mit der Einführung anderer Systeme auf natürliche Weise ein wenig weiterentwickeln wird. Einer meiner Lieblingsbestandteile des Events ist zum Beispiel, dass ich KI-Scannerschiffe aussende, die die Spieler verteidigen müssen. Ich würde es sehr bevorzugen, wenn ich diese Aufgabe auch den Spielern anbieten würde, sobald das Scannen über große Entfernungen zu einer funktionierenden Gameplay-Einheit wird oder zu einem funktionierenden Gameplay-Element wird. Boah, Escort- und Verteidigungsmissionen, die kann ich nicht leiden. Das war schon früher in allen Wing Commander und was weiß ich für Spielen meine Nemesis. Irgendwie habe ich es immer geschafft, dass das Schiff, was ich begleiten sollte, explodiert ist. Und ich es wieder und wieder und wieder probieren musste. Gott, wenn ich Escort-Missionen schon von Weitem sehe, mache ich echt die Biege, wenn möglich. Nee, können mir gestohlen bleiben. Letzter Punkt. Es fühlt sich nicht wie eine Blockade an. Während man einfliegt, wird man von der KI von Ninetales nicht annähernd genug angegriffen. Dieses Problem haben wir kommen sehen, aber es ist kurzfristig nicht zu beheben. Es ist eigentlich ein Leistungsproblem in Kombination mit ein paar KI-Problemen. Die Schiffe brauchen sehr lange, um zu spawnen. Ihr seid also schon vorbeigeflogen. Sie spawnen im Stillstand und sie können derzeit sich nicht schnell genug bewegen, um euch einzuholen, beziehungsweise haben keine Möglichkeit, euch aufzuhalten. Die Performance wird in technischer Hinsicht ein ständiger Kampf sein. Für den Rest gibt es aktive Diskussionen und Lösungen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Wenn die Performance ein ständiges Problem ist, ja. So, mal die Kehle ein bisschen schmieren.
So, nächste Frage. Wird es jetzt, wo Xenothreat vorbei ist, mehr Ninetales-Events geben? Ich glaube, die Community wünscht sich mehr dieser Zufallsereignisse, aber ich habe in den letzten Wochen keine Ninetales-Events mehr gesehen. Ben Dorsey antwortet, wahrscheinlich ja, aber das ist immer im Gespräch mit mehreren anderen Abteilungen. Wir werden vielleicht bis nach 3.15 warten. Ich würde gerne einige kleinere Korrekturen vornehmen. Davon abgesehen ist Ninetales Lockdown ein Evergreen-Event. Es soll gelegentlich für immer laufen. Wir wollen nur vermeiden, dass ihr alle damit überfordert seid, besonders wenn es bekannte Probleme gibt. Nächste Frage. Mir ist aufgefallen, dass der Feind während Xenothreat und dem Ninetales Lockdown viele Schiffe mit militärischer Spezifizierung verwendet hat. Idris M. mit militärischer Spezifizierung, Anvil Arrow, Vanguard Warden und so weiter. Diente dies der Ausgewogenheit der Schlachten oder sollen wir uns Sorgen machen, dass die Werften der UEE Navy gekapert werden? Luke Presley antwortet, die Xenothreat sind größtenteils ehemalige Marine-Soldaten, sodass man davon ausgehen kann, dass sie Zugang zu Marine-Werften haben, den andere nicht haben. Außerdem würden sie es vorziehen, Schiffe zu fliegen, an die sie gewöhnt sind. Das ist meine Ausrede und ich bleibe dabei. Zwinker. Was das Fliegen von Militärschiffen durch die Ninetales angeht, so habe ich mir gerade die verfügbaren Schiffe mit der Ninetales-Bemalung angesehen und die meisten sind keine Militärschiffe. Also nehme ich an, dass du dich auf die Idris M beziehst und ich stimme dir zu, dass es vielleicht besser gewesen wäre, sie durch eine Idris P zu ersetzen. Letzte Frage. Bislang basieren die dynamischen Events darauf, dass man immer wieder dieselben Aktionen durchführt, um Reputation aufzubauen und UEC zu verdienen. Wird es in Zukunft Ereignisse geben, die echte Ereignisse sind, an denen man nur einmal teilnimmt und dafür eine unglaubliche Belohnung erhält oder scheitert und das Ereignis endet, ohne dass es dann noch einmal versucht werden kann? Also ein Szenario mit hohem Risiko und hoher Belohnung. Edward Fuller antwortet, ja, das wollen wir tun können. Derzeit wiederholen wir Events mit dem Ziel, so viele Daten wie möglich zu erhalten, die uns dabei helfen, die Implementierung der Systeme und Mechaniken zu verfeinern, die im Mittelpunkt dieser Ereignisse stehen. Da wir unsere Missionslogik modular aufbauen und die Anzahl der Module zunimmt, werden wir auch in der Lage sein, diese Ereignisse schneller zu erstellen. Die Story-Elemente und Schauplätze eines jeden Ereignisses können dann einer der Aspekte sein, auf die wir uns konzentrieren, um sie einzigartiger und einmaliger zu machen. Soweit im Schnelldurchlauf das AMA, Ask Me Anything, zu den dynamischen Events. Ich finde es ganz interessant und ich kann ja ein wenig vorgreifen. Das ist auch einer meiner Hoffnungen für die kommenden Gameplay-Elemente. Ehrlich gesagt, macht mir persönlich Star Citizen im Moment überhaupt keinen Spaß. Spiele es auch gar nicht mehr, weil es mir zu komplex geworden ist und mich die dynamischen Events nicht interessieren. Mich kekst an, dass die Wirtschaft nicht funktioniert, dass die Missionen langweilig sind. Und wenn ich mir überlege, dass jetzt dieses Heilungsgameplay dafür sorgt, dass ich unter Umständen den Fahrstuhl verlasse, hinfalle, mir ein Knie breche und dann irgendwo, weiß nicht, mit einem gebrochenen Knie in der Klinik aufwache. Wahrscheinlich muss man dann dafür auch noch Geld bezahlen oder so. Ich weiß es nicht, wie das funktioniert. Dann muss ich sagen, motiviert mich das nicht wirklich, Star Citizen anzufassen. Dann noch dieser leidige Umstand, dass man ja jetzt diese Personal Manager App abgeschafft hat, dass man das Inventarsystem hat, wo man nur noch wirklich, also wie im richtigen Leben, die Dinge tragen kann, die man eben dabei hat und dass man die nur noch lokal verfügbar hat. Da gibt es einige Leute, die feiern das. Ich finde es nervig. Ich mag eher Spiele, wo ich alles überall verfügbar habe. Das ist persönliche Ansicht. Schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Diese Geschichte, was ich vorhin schon angerissen habe, dass es immer Spieler geben wird, die versuchen werden, die Spielmechaniken zu manipulieren. Ja, das ist einfach ein Thema, das wird CRG nicht unter Kontrolle kriegen. Das werden sie immer haben. Und wenn man jetzt also stirbt und seine Gegenstände verliert und womöglich da liegt in so einem Downed State, was Rich Tyra ja erwähnt, und dann stelle ich mir vor, man wird irgendwo umgesnipert und dann stirbt man so schön vor sich hin und wird dann schön ausgeraubt und so, keine Ahnung.
Das motiviert mich gerade als Singlespieler nicht wirklich, dieses Spiel zu spielen. Und insgesamt finde ich das, was jetzt gerade kommt, es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, das ist genau das, für das ich vor vielen, vielen Jahren geplätscht habe. Ich habe für eine Weltraumsimulation geplätscht und ja, nicht für eine Survival-Simulation. Denn auch solche Spiele wie, ja, so andere Survival-Spiele im Singleplayer-Modus habe ich nie im Hardcore-Modus gespielt, weil ich es einfach super nervig finde, zu sterben. Und man stirbt ja immer unweigerlich. Und dann hat man irgendwie alles verloren. Und oh Gott, da muss man da wieder irgendwie alles sich neu zusammenklauben. Und das ist irgendwie mega nervig. Das wird auch dazu führen, denke ich, dass viele Spieler ihre Subscriber-Flares gar nicht mehr dabei haben. Ja, warum auch? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass man stirbt und dass man irgendwo aufgelauert und weggeballert wird, ist gerade im Moment, wo es ja auch das Risikolevel-System noch gar nicht gibt, extrem groß. Und insofern habe ich so relativ große Bedenken, was den Spielspaß anbelangt. Ja, es gibt halt diejenigen von euch, ich weiß, dass der PsychShot auch dazu gehört, die feiern diesen Hardcore-Simulationsaspekt. Ich wage zu behaupten, dass es eine nicht unerhebliche Anzahl von Spielern geben wird, die so denken wie ich und sagen, oh ne, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr zu. Jetzt lese ich mir dieses dynamische Events AMA durch und das ist das, was mich immer noch bei der Stange hält. Und sehe auch, dass CIG nach wie vor ständig dabei ist, sich das Verhalten der Spieler anzuschauen und ihre Schlüsse draus zu ziehen und zu versuchen, dort ein möglichst spannendes Gameplay eben draus zu bauen. Und wir haben ja auch noch den Aspekt, dass viele, viele, viele Gameplay-Elemente und Mechaniken sich noch in der Entwicklung befinden und noch gar nicht implementiert sind. Wir können also davon ausgehen, wenn ich jetzt also Frust schiebe für die nächsten paar Monate, dass sich dieses Gameplay-Erlebnis nochmal verändern wird. Zum einen auf Basis der Erkenntnisse von CRG und zum anderen basierend auf der Tatsache, dass sich dieses ganze Spiel noch einmal komplett umkrempeln wird. Wenn das Server-Meshing da ist, wenn damit eben auch die Serverlast reduziert wird, die KI besser reagieren kann, wenn wir Quantum im Spiel haben, Quanta und die ganzen Analyseinstrumente und das ganze Universum sich einfach dynamischer verhält und ja, CRG eben anfängt, dann auch anzupassen und zu nivellieren. Und wie Mitch das sehr gut formuliert hat, die werden erstmal sozusagen den Hardcore-Modus reinpacken, dass man sich bei jedem kleinsten Sprung irgendwie das Auge bricht oder irgendwie 270 Knochen kaputt schlägt, weil sie eben ihr System testen müssen und später werden sie es dann anpassen. Und daher hoffe ich, dass die Spieler, die das eben genauso kritisch sehen wie ich, sich zurücklehnen und sagen und mit den Schultern zucken und sagen, okay, ist in der Entwicklung. Ich warte jetzt mal ein Jahr, ich warte jetzt mal zwei Jahre und gucke mir das später nochmal an. Wenn das Flugmodell gefixt ist, was ja, was ich jetzt gehört habe, auch nicht so richtig toll sein soll. Ich kann es nicht wirklich beurteilen, weil, wie gesagt, ich spiele es nicht zurzeit oder kaum. Und wie gesagt, wenn die ganzen Gameplay-Mechaniken einen Sinn und Zweck erfüllen und wenn sie so weit angepasst sind, dass sie nicht frustrieren, sondern das Spielerlebnis unterstreichen, ergänzen, wie auch immer. Ich hoffe, dass es kein Kernelement werden wird. Wie gesagt, dass wir so einen DayZ Teil 2 kriegen. Im Moment befürchte ich das. Aber wie gesagt, CRG ist eben darauf bedacht, etwas Spaßbringendes irgendwo zu bauen. Und insofern hoffe ich, dass sie das nicht aus den Augen verlieren und den Oberbegriff Spaß per Definition dann auch als Zielaspekt mit im Auge behalten. So, jetzt wisst ihr, dass ich im Moment nicht ganz so angetan bin
von dem, was da kommen wird, dass ich nicht gehypt bin, dass ich sehr kritisch bin. Was mich auch sehr erstaunt hat, ist, dass Nyx auf der Roadmap bis vor kurzem noch fertiggestellt war, jedenfalls laut Roadmap, laut Progress Tracker. Und ganz plötzlich ist es verschoben worden auf, ich glaube, erst zweites Quartal nächsten Jahres. Und da gibt es viele, viele andere Dinge, die sich verschoben haben. Und es wurde ja schon angekündigt, dass sich hier einiges geändert hat. Und was das genau ist, was dort zu diesen Änderungen geführt hat, das erzählt uns Richard Tyra im Star Citizen Live. Und da möchte ich jetzt nochmal durchgehen, weil das ist hochgradig interessant und hat vor allem mit Squadron 42 zu tun. Hi, everybody. Welcome to Star Citizen Live. Das Star Citizen Live mit dem Titel Get Rich or Die Tyra behandelt eine Menge Informationen über den neuen Core Gameplay Pillar und seinen Head of, dem Director, nämlich Richard Tyra, der jetzt auch Squadron 42 FPS Game Director ist. Er macht beides in Personalunion, das heißt, entgegen einiger Gerüchte, dass er Star Citizen den Rücken gekehrt hat, ist es nicht so, sondern, wie gesagt, er ist sowohl Director des Core Gameplay Pillar sowie Squadron 42 FPS Game Director. So erzählt er auch zu Beginn, dass als erstes anzumerken ist, dass sich Richards Titel zwar geändert hat, er aber immer noch die Rolle des Core Gameplay Pillar Director innehat. Er macht das immer noch. Der neue Job ist nur eine Ergänzung dazu. Das Unternehmen oder CIG ist in Geschäftsbereiche, sogenannte Säulen bzw. Pillars, unterteilt. Und jede dieser Säulen hat repräsentative Teams, die sich auf die jeweilige Säule spezialisiert haben. Die Säule Core Gameplay umfasst also im Wesentlichen das Team für die Actor-Features und das Team für die Technik der Darsteller, das Team für die Waffen-Features, das Team für die Waffeninhalte und früher auch Firesprite für Arena Commander. Diese vier Teams widmen sich also dem gesamten Character-Gameplay in Star Citizen. Außerdem gibt es noch ein weiteres Team, das sich in dieser Säule befindet, nämlich das Kernteam für das Gameplay-Design. Und das ist das, was man als technische Designer und Systemdesigner bezeichnen kann. Sie kümmern sich um alles, was mit dem Charakter zu tun hat, wie zum Beispiel den Status der Kameradarstellung, aber auch um Dinge wie physischen Schaden, Radar und Scanning für Schiffe und Spieler. Die Arbeitsweise war so, dass Richard immer mit Chris besprach, was er mit einer bestimmten Funktion, mit einem bestimmten Feature bezwecken wollte. Egal, ob es sich um das Inventar, die Heilung, den Spielerstatus oder Trolley-Push-Pull handelte. Richard hat die Ergebnisse dann mit den Teams besprochen und mit ihnen zusammengearbeitet, um die Dinge ins Rollen zu bringen. Aber die Art und Weise, wie CIG die Features entwickelt hat, war, dass sie sich mit der PU-Leitung zusammengesetzt und diskutiert haben, also mit Todd, Tony, Ian und so weiter. Und dann zusätzlich auf der Squadron 42-Seite, wo es Nick Elms, Brian Chambers und Nathan Dearsley gibt. Und was sie tun, ist, dass sie sich in der Regel mit den Design Directors oder den Game Directors zusammensetzen und über die Features sprechen. Und Rich bekommt ein Verständnis dafür, wie sie sie nutzen wollen, weil er natürlich auch für das Spielerlebnis verantwortlich ist. Wenn es also darum geht, wie dieses Erlebnis sowohl in Star Citizen als auch in Squadron 42 vermittelt werden soll, und das war schon immer so und wird auch in der neuen Version so sein, dann sehen sie sich die Features an und sagen, okay, wie wollen wir diese Funktion im Spiel nutzen? Nehmen wir zum Beispiel Trolley Push Pull. Retrospektiv gab es hier einige Fallstricke während dieser Entwicklung. So haben sie das Feature entwickelt und sich dann überlegt, wie sie es im PU einsetzen können. So wird es im PU vielleicht für Fracht und das Bewegen von Dingen sinnvoll sein, aber auch für zum Beispiel Rätsel. Irgendwas bewegen, um dann darauf zu klettern, um einen Zielpunkt zu erreichen. Diese stereotype Art von Action-Adventure-Rätsel.
Und hier haben wir plötzlich den Punkt, an dem Trolley Push-Pull besser in Squadron passt. Denn natürlich hat Squadron 42 den gleichen Inhalt wie das PU, was die Fahrzeuge und die Panzerung und so weiter angeht. Aber Squadron hat auch seine eigenen spezifischen Spielinhalte. Aber dann vice versa hat das PU viel komplexere Nutzungsmöglichkeiten von Trolley Push-Pull aufgrund der Multiplayer-Sandbox-Ausrichtung. Man muss also einen Schritt weiter gehen und sagt sich, okay, es muss auch die Schwerkraft berücksichtigen. Es gibt verschiedene Schwerkraftbereiche, in denen man sich aufhalten kann. Oder andere Leute können sich darauf stürzen, draufsetzen, einsteigen, was auch immer, weil es ein Multiplayer-Spiel ist. Dann gibt es unterschiedliche Ladungsgewichte und auch das alles muss in der Entwicklung berücksichtigt werden. Richards Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass all diese Informationen in die Gesamtvision des Spiels passen, sowohl für Squadron als auch für Star Citizen, und zwar in Zusammenarbeit mit Todd, Tony, Chris, Nick und so weiter. Und im Grunde genommen würden sie es dann in einer Art Tier abstufen, also einer Schicht. Das heißt, sie würden mit einem Tier Zero beginnen, mit einer Schicht Null, dem Produkt in seiner minimalsten funktionsfähigen Form, das CRG dem Live-Publikum im PU vorlegen kann, um Feedback zu sammeln und es dann zu verbessern. Aber weil CRG ein so großes Unternehmen ist mit über 700 Mitarbeitern, haben sie auch so große Releases. Wenn sie ein Tier Zero, also die minimalste funktionsfähige Form eines Features oder einer Mechanik veröffentlicht haben, sind sie in der Regel schon mit dem nächsten Feature beschäftigt. Und das Tier 1, Tier 1, die nächste Stufe des betreffenden Features, sozusagen das Upgrade, kommt dann irgendwann später. Ein gutes Beispiel dafür ist Actor Status Tier Zero, was CRG im Jahr 2018 herausgebracht hat, nämlich Unterkühlung, Essen und Trinken. Seitdem haben sie ein Force Reaction Update herausgebracht, das daran anknüpfte, und jetzt stehen sie kurz davor, Actor Status Tier 1 herauszubringen, was die nächste Erweiterung ist. Aber wenn man als traditioneller Spieleentwickler arbeiten würde, also nicht an einem Live-Produkt, würde man wahrscheinlich alle Features kontinuierlich zu Ende entwickeln. Es würde kein Tier 1, 2, 3 geben, sondern es Feature für Feature jeweils zu 100% entwickeln und selbst testen und spielen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, ob es sich richtig, ob es sich gut anfühlt, und dann darauf weiter hinarbeiten. Aber dass CRG die Entwicklungsbuilds ständig in einer minimalen Form für das PU spielbar halten muss, haben sie so auch die Möglichkeit, das Feedback der Community zu nutzen und zu erkennen, okay, in diesen Umgebungen funktioniert es nicht, hier funktioniert es auch nicht gut, wie können wir das besser machen? Zum Beispiel der Nahkampf, das Bodydragging oder die Trolleys sind drei wirklich gute und voll funktionierende Features, aber wenn sie in einem Action-Adventure oder in Squadron 42 oder was auch immer verwendet würden, wären sie integriert, das heißt, sie würden zu einem bestimmten vorgesehenen Zweck genutzt werden. Aber vollständig genutzt werden würden sie nicht. Ein anderes Beispiel ist das Hacken. CRG könnte das Hacken freigeben, aber das ist nur das Spiel, das System, das sie entwickelt haben, die Benutzeroberfläche, das Audio, die physischen Interaktionen, wenn man einen Hacking-Chip einsetzt. Aber im PU muss das Gameplay-Element ja auch noch einen Zweck haben. Zum Beispiel, wo und wann man einen Hacking-Chip überhaupt benutzen kann, soll, muss. Die Chips dazu müssen auch irgendwo zu erlangen sein. Die Entwickler koordinieren sich also mit den sogenannten Feature-Teams, wie Richard sie nennt, und das ist in etwa das, was sein Pillar, seine Säule ausmacht. Außerdem gibt es das Waffenteam, das sich um alle Waffen und zugehöriges Equipment kümmert, und alle stimmen sich mit dem allgemeinen Content-Team ab, dem Team für die Spielinhalte, um die Elemente dann einzubringen oder Missionen zu erstellen. So hat CRG schon immer gearbeitet und sie würden diese Entwicklung jetzt vornehmen und dann anschließend an das Leveldesign von Squadron 42 weitergeben. So funktionierte es. Um ehrlich zu sein, ist das in der Spieleentwicklung nichts Besonderes, erklärt Richard. Aber die Entwicklung an und in einem Live-Bild, das ist nicht etwas, das überall passiert. Es ist etwas, das definitiv neu ist und das Richard nur bei CRG gesehen hat. Kürzlich aber hat CRG festgestellt, dass diese Art und Weise der Entwicklung, mit der sie sowohl das PU, aber vor allem Squadron 42 entwickeln, so nicht effizient ist und eine Änderung erfordert. Worin besteht dieser Änderungsbedarf?
Das Wichtigste war, dass sie eine engere Beziehung zwischen den Leuten, die die Features und die Inhalte entwickeln, und den Level-Designern herstellen wollten, die im Grunde die Leute sind, die diese entwickelten Features nutzen. Außerdem mussten die Führungskräfte, insbesondere Nick Elms als Creative Director, entlastet werden. Und auf der ACTA-Seite wollte CIG eine engere Beziehung zwischen den technischen Designern und den Systemdesignern, um hier eine bessere Integration unter anderem von Technik und KI in Bezug auf die technische Implementierung und den Level-Designern in Bezug auf das Gameplay zu erlangen. Es gab hier bislang eine Kluft, erzeugt durch die Art und Weise, wie die Säulen aufgebaut sind, was zu einem zweistufigen Prozess führte. Und an dieser Stelle kam Richard Tyra ins Spiel, der die Aufgabe übernommen hat, alles zu einem funktionierenden, interagierenden Ganzen zusammenzufügen. Im Grunde genommen kommen also alle FPS-Level-Design-Teams und die Social-Teams von Squadron 42 und alles, was mit dem Gameplay der Charaktere zu tun hat, alles kommt in die Säule, den Pillar des Core-Gameplays, also den Core-Gameplay-Pillar, dem er vorsteht. Das ist der Punkt, an dem er einsteigt, um bei der Spielleitung für die FPS-Seite zu helfen und dabei sozusagen einen Schritt überspringt. Bisher wurde ein Feature wie eine Waffe, Rüstung oder Trolley-Push-Pull entwickelt und dann den Level-Designern übergeben. Denen musste dann noch erklärt werden, was man damit anstellen kann. Aber jetzt werden die Level-Designer Teil des Entwicklungsprozesses sein. Nehmen wir zum Beispiel das Body-Dragging, also das Ziehen eines bewusstlosen oder toten Körpers. Wenn CIG Body Dragging entwickeln möchte, dann passiert das normalerweise folgendermaßen. Hey, wir haben ein Level. Es ist ein Stealth-Level. Wir müssen in der Lage sein, die Leichen zu verstecken, damit man weiß, dass sie nicht von anderen Leuten gesehen werden. Das ist Teil der Mechanik. Und dann wird gesagt, cool, wir implementieren Body Dragging für diesen Level und sorgen dafür, dass es funktioniert. Dann werden die Entwicklungen an die Content-Teams weitergegeben, die irgendwie Inhalte erstellen müssen. Aber jetzt, mit den integrierten Teams, werden die Spielinhalte hoffentlich erprobter und besser ausgeführt sein, weil sie bereits in reale Gameplay-Szenarien implementiert sind und nicht nur in Testkarten oder zum Testen von Theorien. Squadron 42 ist im Grunde eine riesige Mission innerhalb von Star Citizen. Genau das ist es. Und die Vision von Star Citizen ist, dass Flug und FPS ein zusammenhängendes Erlebnis sein soll. Im Moment haben wir in Star Citizen die Raumschiffe und Fahrzeuge und wir haben die Gameplay-Erfahrung, aber wir haben nicht die kombinierte Erfahrung. So kann man einige der Missionen spielen, zum Beispiel in den Bunkern, aber das ist ein Kampf auf kurze Distanz. Es existieren noch keine Mittel- oder Langstreckeneinsätze, es gibt keine KI auf Planeten. Das sind Dinge, die kommen werden und an denen CIG aktiv arbeitet, aber Elemente wie die Ballista oder der Tonk haben zurzeit noch keinen spezifischen Zweck. Wenn man sich Star Citizen ansieht, kennt CIG die Endvision von Chris Roberts. Bei Squadron 42 wissen sie in etwa, wo die verschiedenen Punkte sind, A, B, C, weil es weniger Sandbox-orientiert ist. Und so kann CIG die Mechanik in Squadron 42 auf eine viel einfachere Art und Weise erproben und sie für den angedachten Zweck designen, um sie anschließend dann in das PU auszurollen und zu erweitern. Im Grunde genommen geht es also darum, die Bürokratie abzubauen und die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Entwicklungsbereichen effizienter zu gestalten. Zusammengefasst besteht die Änderung also darin, dass die Teams des Core-Gameplay-Pillars bisher simultan für Star Citizen und Squadron 42 entwickelt haben. Ihre Arbeiten waren Squadron 42 priorisiert, aber PU fokussiert. Jetzt entwickeln sie ihre Spielbestandteile für Squadron 42, die dann nach Fertigstellung, Implementierung und Testing in Squadron 42 im Anschluss für das PU gegebenenfalls angepasst und dort implementiert werden. Das heißt, die Geschäfts- bzw. Entwicklungsbereiche von CIG sind nun Squadron 42 priorisiert und Squadron 42 fokussiert. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass mehr Sorgfalt und Fokus auf die entwickelten Features gelegt wird und diese am Ende in einem vollständigen, stabileren Stand ins PU kommen, als es bisher der Fall gewesen ist. Das hat zur Folge, dass sich einige Positionen auf der Roadmap verschieben und später ins PU kommen. Nicht, weil sich die Entwicklung verzögert, sondern weil sie zuerst für Squadron 42 entwickelt, implementiert, getestet und anschließend ins PU kommen. Aber hier dann in einem, wie zuvor gesagt, vollständigeren, möglichst fehlerfreiem Fertigstellungsgrad als bislang und mit den relevanten Gameplay-Inhalten, sodass sich gleichzeitig ein spielbarer Gameplay-Loop mit dem jeweiligen neuen Feature im PU auftun wird. Das Ziel ist klar. Squadron 42 soll so zeitnah wie möglich veröffentlicht werden, was diese Umstellung erklärt.
Gleichzeitig profitiert aber auch das PU von dieser Umstellung durch eine bessere Spielerfahrung. Die Entwicklungsgeschwindigkeit wird sich nicht ändern hinsichtlich des PU, aber für Squadron 42 wird sie sich steigern. Aus Sicht der Backer werden sich einige Änderungen ergeben, weil sich Prioritäten ändern, Entwicklungspositionen im Progress-Tracker sich verschieben und es so aussieht, als würden sie sich verzögern. Das mag in unserer Wahrnehmung so stimmen. Tatsächlich aber hat die Veröffentlichungsphilosophie, der Weg zur Veröffentlichung ins PU sich geändert, alles mit Blick auf eine planbare, zeitnahe Veröffentlichung von Squadron 42. Als nächstes umreißt Richard Tyra kurz Heilung und Inventarisierung und wie diese Features das PU verändern werden. Und da er das viel ausführlicher in den beiden Inside Star Citizens der letzten zwei Wochen vorgestellt hat, werden wir uns das jetzt genau noch einmal angucken, nämlich die Inside Star Citizens der letzten zwei Wochen. 315's Alpha 3.15 ist also der nächste große Schritt bei der Verwirklichung von der Vision von Chris Roberts. Du bist der einsame Entdecker, der sich ins Unbekannte vorwagt. Die neuen Mechanismen und Systeme, die wir in Alpha 3.15 rund um die Heilung und den Death of a Spaceman erhalten werden, führen den Risikoteil dieser Erkundung ein. In 99% der Fälle, in denen man früher in Star Citizen gestorben wäre, fällt man ab 3.15 in einen Down-State. Ein Down-State ist ein bewusstloser, ein handlungsunfähiger Zustand, der es anderen Spielern ermöglicht, dich zu retten. Aber wenn man reanimiert wird, kann es sein, dass man mit einer sehr schweren Verletzung wieder aufwacht. Die Verletzungen, mit denen man dann wieder ins Spiel zurückkommt, reichen von einer traumatischen Kopfverletzung über eine schwere Brustverletzung bis hin zu gebrochenen Armen und wahrscheinlich dem verheerendsten, gebrochenen Beinen. Jede Verletzung ist mit unterschiedlichen Symptomen verbunden und je schwerer die Verletzung ist, desto stärker sind die Symptome. Beim Kopf sind es vor allem die visuellen Auswirkungen, das heißt, wenn man Verletzungen erleidet, löst sich das Bild quasi von der Netzhaut ab und das, was man sehen kann, wird beeinträchtigt. CRG nennt das die Blood Vision, Blutblick. Es ist eigentlich nicht das, was man bei Blut vermutet. Es ist die Ablösung oder Trennung der Netzhaut vom Auge. Delamination or the separation of your cornea on your eye. Also Force Reactions. Auch Kraftreaktionen, Force Reactions, spielen hier eine Rolle. Das heißt also nicht nur, wenn man von einem Projektil getroffen wird, sondern wenn man durch eine schnelle Bewegung eines Raumschiffes dann stolpert und gegen eine Wand schlägt. Je schwerer eine Kopfverletzung ist, desto mehr reagiert man auf diese. Am Anfang wird man also kaum etwas davon bemerken, aber je mehr und je schwerer die Verletzung ist, desto mehr wird es das Spielerlebnis dann entsprechend beeinflussen. Nehmen wir die Brust. Wenn man hier einen Treffer oder eine Verletzung hat, dann verringert das die Ausdauer. Man kann also nicht mehr so schnell laufen. Was heißt, dass es länger dauern wird, bis ich eine bestimmte Distanz zurückgelegt habe. Das Hauptsymptom bei Verletzungen, Wunden in der Brust, besteht darin, dass man anfängt, unter dem allgemeinen Gesundheitszustand zu leiden und auch in eine Art geschwächten Zustand kommt. Der Bewegungsapparat wird geschädigt, man ist nicht mehr so flexibel und beweglich wie früher. Oder wenn der Arm geschwächt ist, wenn der Arm verletzt ist, getroffen ist, dann kann man nicht mehr schwere Gegenstände tragen. Und bei den schwersten Armverletzungen hat man sogar gebrochene Arme. Das hindert einen dann sogar daran, Leitern hochzuklettern und schwere Gegenstände zu tragen. Man könnte sich also bücken, eine Kiste aufheben, aber man würde sie sofort fallen lassen. Was uns CRG bei gebrochenen Armen noch erlaubt, ist eine sogenannte One-Shot-Action. Man kann zum Beispiel den Abzug seiner Waffe betätigen, aber sobald die Waffe abgefeuert wurde, wird sie danach zu schwer. Der Arm sinkt nach unten oder man lässt die Waffe fallen. Wenn man ein gebrochenes Bein hat, das ist natürlich nicht gerade hilfreich für die Fortbewegung. Und wenn man den schwersten Verletzungszustand hier erreicht, dann muss man kriechen. Und das ist ziemlich unglücklich. Eine Verletzung, die man nicht unbedingt auf der untersten Ebene einer Höhle haben wollen würde. Wenn man sich also unterwegs verletzt, was kann man tun? Wie kann man sich selbst helfen? Natürlich haben wir MedPens immer noch im Spiel. MedPens sind das, was wir auch heute schon im Spiel benutzen.
Sie heilen die Gesundheit, heben also den Gesundheitswert. Aber sie heilen keine Verletzungen, so wie bisher, wo man mit einem Schlag bei Einsatz einer Spritze wieder mopsfidel und voll geheilt war. Die Verletzungen bleiben also, aber man kommt in einen Stand, dass man eventuell die Möglichkeit hat, zu seinem Raumschiff zurückzukehren. Neben dem MedPen kann man je nach Verletzung eines von 5 Medikamenten einnehmen, die CIG mit Alpha-3.15 einführt und die verschiedene Symptome behandeln. Manche wirken gegen Muskelermüdung, manche gegen die Schmerzen, manche gegen Kopfverletzungen, Kopfschmerzen, die sogenannte vorher erwähnte Blood Vision und so weiter und so fort. Die Funktion besteht darin, die Symptome zu maskieren, und zwar über eine bestimmte Dauer, die von der Dosierung und der Art der Anwendung abhängt. Wir haben also MedPens, die MedGun, den Multitool-Aufsatz und die MedBeds, das heißt die Krankenbetten. Wenn man sich also ein Medikament einflößt, was die Symptome überdeckt, erhöht das den Medikamentenspiegel im Blut, genauso wie beim Konsum von Alkohol der Alkoholspiegel im Blut. Das heißt, der Medikamentenspiegel steigt ebenso wie der Energiewert im Blut. Erreicht man einen Schwellenwert, dann wird man visuelle Effekte wahrnehmen, verschwommene Sicht, Muskelgeräusche und so weiter. Je weiter man diesen Wert stresst, desto mehr wird das Auswirkungen auf unseren Bewegungsapparat haben, sodass man anfängt herumzutorkeln und was dann eben das Betrunkensein simuliert. Wenn man 100% auf der BDL-Leiste erreicht, also auf der Blood-Drug-Level-Leiste, tritt man in einen Zustand der Überdosierung ein. Dieser Zustand ähnelt dem Zustand einer Entmündigung der eigenen Bewegungen und Entscheidungen. Man kann sich nicht bewegen, befindet sich in einer Art Puppen-Avatar und sieht, wie der Bildschirm ein- und ausgeblendet wird. Der Hauptunterschied ist jedoch, dass der Medikamentenspiegel im Blut wieder sinkt. Solange man also nicht viel Schaden nimmt, man also dann zusätzlich handlungsunfähig wird und stirbt, dann kommt man automatisch aus diesem Medikamentenüberdosis-Zustand wieder heraus. Das führt zur nächsten Stufe und der Frage, wie kann ich die Symptome oder Verletzungen heilen, die ich erhalten habe? Man kann diese Verletzungen nur heilen, indem man eine medizinische Einrichtung oder ein Medical Bed, ein Krankenbett aufsucht. Welche Einrichtung man aufsuchen muss, hängt von der Schwere der Verletzung ab. Ein Bett ist nicht gleich ein Bett, denn nicht alle Betten sind gleich. Es gibt zum Beispiel die Cutlass. Die hat ein MedBed der Stufe 3, die kleinere Verletzungen beseitigen kann, also die am wenigsten schweren Verletzungen. Und dann gibt es noch die MedBeds der Carrick und der 890 Jump mit jeweils einem Tier 2-Bed. Also eine MedBed der Stufe 2. Die können leichte und mittelschwere Verletzungen heilen. Und dann gibt es Reststops mit medizinischen Kliniken, die ebenfalls über ein Tier-2-Bed verfügen, über eine Stufe 2-Einrichtung, sodass sie mittelschwere und leichte Verletzungen ebenfalls heilen können. Und dann gibt es noch die großen Krankenhäuser in den Landezonen, die der Stufe 1 angehören. Man findet sie, wie gesagt, in den großen Landezonen und können alle Verletzungen beseitigen. Wir haben also über den Downstate gesprochen, über Verletzungen und über ihre Behandlung. Aber was passiert, wenn das Schlimmste eintritt und man stirbt? Bisher war es so, dass man in seinem HAP respawned ist. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Mit Alpha-3.15 wird man im Krankenbett wiederbelebt. Es gibt zahlreiche Orte mit Krankenbetten, Krankenhäuser, Kliniken, Carrick, 890 Jump, wie erwähnt. Der Standard-Respawn-Ort ist zukünftig die Home Residence. Wenn man sich jetzt in 3.15 einloggt, dann wird man aufgefordert, seine Home Residence, seinen Heimatort, zu wählen. Dieser Wohnsitz wird zu eurem Heimat-Respawn-Punkt, beziehungsweise die Klinik wird der Respawn-Punkt werden, des Ortes, an dem ihr eure Home Residence gewählt habt. Wenn eine Landezone mit einem Krankenhaus versorgt ist, wird dieses Krankenhaus zu eurem Haupt-Respawn-Punkt. Wenn ihr eine Home-Residence mit einer Landezone ohne Krankenhaus auswählt, wo aber in Zukunft der Entwicklung von Star Citizen 1 vorhanden sein wird, dann wird das nächstgelegene Krankenhaus mit dieser Landezone systemisch verknüpft. Wenn ihr sterbt und euer Regenerations-, euer Respawn-Punkt nicht verfügbar ist, zum Beispiel, wenn euer Regenerationspunkt in der Carrick gesetzt wurde und diese Carrick in die Luft fliegt, dann respawnt ihr an eurem Heimatort.
Das ist also der ursprüngliche Krankenhausstandort, an dem ihr gespawnt seid, wenn ihr außer Gefecht gesetzt werdet. Bevor ihr aber sterbt, habt ihr diesen Downstate, in dem ihr euch befindet, und dann müsst ihr eine gewisse Zeit warten, bis euch jemand retten kann. Wenn ihr schweren Schaden erleidet habt, ist diese Zeit natürlich kürzer. Und wenn ihr mäßigen Schaden erlitten habt, dann ist sie länger. Aber wir reden hier von einer halben Stunde, einer Stunde oder zwei Stunden, in denen genug Zeit sein sollte, um jemanden anzufordern, der einen rettet. Natürlich kann euch jemand, während ihr am Boden liegt, immer noch Schaden zufügen. Er kann euch ausrauben. Und diesem Gameplay-Element könnt ihr nicht entkommen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr euch im Downstate befindet, die Entscheidung treffen, euch sofort zu respawnen. Euer Avatar mit seinem Inhalt, mit seinem Inventar, bleibt aber an dem Ort verfügbar und kann von demjenigen, der euch unter Umständen Böses will, entsprechend ausgeraubt werden. You will leave behind all of your items and gear that's on you right now, but we can talk about that next week. Soweit zu dem ersten Inside Star Citizen mit dem Heilungsgameplay. Und hier eben einer meiner Kritikpunkte: Hardcore Survival Star Citizen, quasi ein Star Citizen im Tarkov DayZ-Mantel. Gefällt mir nicht. Ich finde den Simulationsaspekt spannend, dass man in einem Krankenhaus aufwacht, dass man diese Stufenvarianten der Betten hat, in denen man aufwacht, in denen man unterschiedliche Schwere von Verletzungen heilen kann. Aber es gibt so diverse Sachen, die ich zumindest in der hier erklärten Form mir nicht vorstellen kann. Wenn man gebrochene Beine hat, was ja bei Star Citizen durchaus eine sehr inflationär vorhandene Verletzung ist, dass man dann nur noch durch die Gegend kriechen kann, wow, stelle ich mir nicht schön vor. Was tut man also, wenn man wieder etwas spielen möchte und Spaß haben möchte? Man tötet sich im Zweifelsfall selber und kann sich dann aufmachen, um seinen Charakter und sein Inventar wieder zurückzuholen. Ja, den Spaß sehe ich da nicht an der Stelle. Ich bin gespannt, wie der Rest der Community es sehen wird, wie sich das letzten Endes gestalten wird und ob es in der Form, wie CIG es hier geplant hat, dann am Ende sich tatsächlich auch umsetzt, dass es so umgesetzt wird, wie es hier geplant ist. Kommen wir zum zweiten Teil der Vorstellung der Alpha 3.15 Features, die in diesem dieswöchigen ISC vorgestellt wurden, und das ist das Inventar, das persönliche Inventar. Alpha 3.15 ändert alles. In diesem Inside Star Citizen spricht das Team über das Inventar und bringt endlich all die Globals und Locals und Fahrzeuge und Externals und Personals miteinander in Kontakt, um den Tisch für ein wirklich physisches Universum zu bereiten. Alpha 3.15 ist wirklich der größte Meilenstein für das Inventar im Allgemeinen. The move towards physicalized inventory is really an attempt to. Der Schritt zum physischen Inventar ist wirklich ein Versuch, die Spieler zum Nachdenken und zum Treffen von Entscheidungen zu bringen. Das ist der Gameplay-Loop, in dem man entscheiden muss, was nehme ich mit? Habe ich Zugriff auf die Dinge, die ich besitze? Und diese Entscheidungen sollten die Spielentscheidungen der Spieler und Spielerinnen widerspiegeln, ihre Spielstile. Die endgültige Art und Weise wird bedeuten, dass, wenn man eine emergente Rolle in einer Spielgruppe erhält, die Leute, die zuständig sind für die Heilung, die entsprechende Ausstattung für die Heilung auch mitbringen und die anderen Spieler und Spielerinnen, die für Angriff und Verteidigung zuständig sind, eben für Rüstung und Munition sorgen. Es gibt also viele verschiedene Aspekte, die dazu beitragen, Spielelemente einzuschränken, die Kommunikation und Kooperation zu fördern, die Art und Weise, wie man das Spiel spielt, verändern und letztendlich die Erfahrung drastisch beeinflussen. Wenn man Star Citizen gespielt hat, dann wird man mit dem globalen Inventar vertraut sein. Man kann an jedem Ort auf alles zugreifen, was man will. Man könnte einen Wal in seinem Rucksack tragen. Und CRG möchte das nicht. Und das wird jetzt ausgemerzt. Von nun an wird man also keinen Zugang mehr zum PMA haben, zur Personal Manager App. Man hat weiterhin Zugriff auf die VMA, die Vehicle Manager App, für all die Raumschiffe und die Schiffsgegenstände und die Schiffsausrüstung. Aber alles, was mit dem Charakter zu tun hat, befindet sich im lokalen Inventar.
Das lokale Inventar ist der größte Raum, auf den man Zugriff hat. Er ist nicht unendlich, aber er ist der größte Raum, zu dem man Zugang hat, und der ist an einen Ort gebunden, an dem man sich gerade befindet, zum Beispiel sein Hangar. Nehmen wir zum Beispiel Port Olisar. Solange ich mich auf der Station befinde, kann ich auf Port Olisar und alles, was ich im Inventar dieses Ortes gespeichert habe, zugreifen. Sobald ich die Station verlasse und wegfliege, habe ich keinen Zugriff mehr auf diese Gegenstände. Wenn man das Inventar öffnet, drückt man einfach auf I und geht das Inventar durch. Man sieht die Ausrüstungsgegenstände seines Charakters. Auf der anderen Seite hat man ein weiteres Fenster, in dem das gesamte lokale Inventar angezeigt wird. Das bringt den Spieler dazu, sich zu überlegen, was man von diesem Ort mitnehmen möchte. Außerdem wird das Konzept der Verwaltung von Gegenständen an bestimmten Orten eingeführt. Man muss also physisch dorthin gehen, um die Artikel an den Orten zu platzieren, die man für den jeweiligen Bedarf an diesem Ort haben möchte. Ein weiterer wichtiger Aspekt des lokalen Inventars, den man jetzt bei der ersten Anmeldung einstellt, ist die Home Residence, wie eben zuvor beim Healing gelernt. Diese Home Residence, dieser Heimatort, hat zwei Aufgaben. Erstens, er wird zu eurem Respawn-Punkt, dem Standard-Respawn-Punkt, sei es als Krankenhaus vor Ort oder eben dem nächstgelegenen Krankenhaus, wenn in der betreffenden Landezone noch keins vorhanden ist. Und zweitens, er wird zum Standard-Heimatort für die gesamte Ausrüstung. Gegenstände, Fahrzeuge, Raumschiffe, alles, was man besitzt, wird an diesem Ort deponiert. Das ist also das lokale Inventar, das größte Inventar, das wir haben, das Standardinventar. Die nächste Stufe ist das Fahrzeuginventar, das einen Standardinventarcontainer mit einem Schiffsinnenraum verbindet. Genauso wie man sich an einem Ort befinden muss, um auf das lokale Ortsinventar zugreifen zu können, muss man sich in seinem Schiff befinden, um auf das Fahrzeug, auf das Schiffsinventar zugreifen zu können. Größere Schiffe haben mehr Raum für Inventar und kleinere Schiffe haben weniger. Dies simuliert alle Schließfächer und den gesamten physischen Stauraum, den man auf einem Schiff hat. Das Interface erlaubt es, das Inventar per Drag and Drop auf das Fahrzeug zu ziehen. So kann man Gegenstände von einem Ort zum anderen verschieben. Die nächste Stufe des Inventars ist das externe Inventar, das heißt alle Inventarbehälter, die sich in einer Kiste befinden und die man mitnehmen und verfolgen kann. Das kann auf einem Schiff sein, in einer Kiste, in der Welt oder in einer Lootbox. Es kann alles sein. Es können sogar Leichen sein, die man zurücklässt. Wenn man jemanden tötet, kann man mit der Menge an Fleisch und Knochen, die er hinterlässt, interagieren und darin herumwühlen. Es ist eine Schnittstelle, über die man Rüstungen, Waffen und so weiter quasi von diesem leblosen Körper abziehen kann. Armor, weapons, etc. Die kleinste Form des Inventars ist das persönliche Inventar. Das heißt alles, was man anziehen kann, zum Beispiel Hosen und Jacken. Und die alle haben einen entsprechenden UI-Container für die Jackentaschen, für die Hosentaschen und so weiter. Das sind die Kernrüstungen, die Beinpanzer, die Rucksäcke, die jetzt von den Rüstungen tatsächlich physisch getrennt sind. Man kann sich also aussuchen, welche Rüstung man bevorzugt, und man kann einen anderen Rucksack mitnehmen, einen größeren oder einen kleineren, einen leichteren oder einen schwereren. Leicht gehört zu leicht, mittel zu mittel und leicht und schwer zu schwer, mittel und leicht. Bei all diesen verschiedenen Arten von Vorräten, unterschiedlichen Größen und so weiter, stellt sich die Frage, wie behält man den Überblick, wo alles ist? Woher weiß ich, wo ich die Tasche mit der Munition gelassen habe? Das bringt uns zu Knickknacks, einer neuen Mobile App, die CIG neben dem Inventar einführt. Knickknacks ist hier als Wortspiel zu verstehen. Es stammt aus dem Englischen und wird eigentlich Knickknacks geschrieben, Knickknacks ausgesprochen und bedeutet Krimskrams, allerlei Kleinigkeiten sozusagen. Ihr könnt euch Knickknacks laden, euch die App ansehen und bekommt jederzeit ein Echtzeit-Update aller Gegenstände, über die ihr verfügt. Dazu gehören Waffen, Gegenstände und auch Schiffe und Fahrzeuge. Wie bei vielen anderen Features, die mit Star Citizen veröffentlicht werden, gibt es noch mehr zu entdecken. CIG in Person Chris Perry wird weiter daran arbeiten und zusätzliche Funktionen einführen. Es gibt noch viel mehr Dinge zu beachten, zu bedenken und zu koordinieren. Chris ist der Meinung, dass CIG sich auf das zu bewegt, was das Spiel werden soll. Es ist sehr einfach, sich als Spieldesigner oder Entwickler auf einzelne Mechanismen zu konzentrieren und zu sagen, oh, diese Mechanik macht dies und diese Mechanik macht das. Aber Richard Tyras Aufgabe ist es, die Vision von Chris Roberts zu verwirklichen und dabei zu unterstützen. Und diese Vision ist dieses Star Citizen-Erlebnis, das alle lieben und spielen wollen und auf das alle hinarbeiten. Das Inventar und die Heilung sind ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel, und das Wichtigste dabei ist,
dass sie die Art und Weise verändern, wie man das Spiel spielt. Are huge ways moving towards that goal. And the biggest thing that you'll notice is that they're going to change how you play the game. Ja, so viel zu dem Inside Star Citizen. Kommen wir wieder zurück zum Star Citizen Live und zum nächsten Block, nämlich dem FPS Radar und Scanning und der damit verbundenen Frage, was es damit auf sich hat. FPS Radar und Scanning werden losgelöste Module sein, deren Ergebnisse nicht schiffsexklusiv sind, sondern die man auch zu Fuß mitnehmen kann, zum Beispiel für weitere Erkundung, also die Werte. Weiterhin werden Pingen und Scannen Konsequenzen haben. Sende ich einen Ping in den Weltraum, erkenne ich damit nicht nur eventuelle Positionen von Gegenständen und vor allem Raumschiffen, sondern gebe diesen Raumschiffen auch meine eigene Position preis. Ich muss also entscheiden, ob ich das möchte. Und wenn ja, ob ich mich einer eventuell daraus resultierenden Gefahr stelle oder nach dem Ping vorerst schnell das Weite suche und den Raum beobachte. Das soll dazu führen, dass die Spieler aufhören, unablässig auf den Ping-Button zu drücken, sondern sich zu überlegen, ob sie das wirklich tun wollen, weil jede Aktion im Weltraum Konsequenzen haben wird. Zum Thema Zero-G und EVA-Änderungen. Hier wird sich unser Avatar verhalten wie im echten Weltraum. Mit EVA Tier 2 gibt man einen Schub und gleitet für immer durch den Weltraum. Um das zu ermöglichen, nutzt EVA Tier 2 nun das IFCS und verfügt somit auch über den für diesen Simulationsaspekt notwendigen Decoupled Mode. Das plus die Tatsache des eingeschränkten Treibstoffs im Anzug für solche Manöver, Zero-G, Push-Pull und Tractor-Beam werden eine Gameplay-Mechanik-Kombination ergeben, die im Spiel für interessante Rätsel sorgen wird. Die Player-Interaction-Experience ist der letzte Punkt dieses Star Citizen Live. Hierbei handelt es sich um die ganzen neuen Head-Up-Displays inklusive Widgets mit Informationen wie Wirkstoffgehalt des Blutes, Medikamentengrad, Medikamentengehalt des Bluts, den sogenannten Blood-Drug-Level, Heilungs- und Gesundheitszustandsinformationen, weitere Hinweis- und Kommunikationsinformationen. Und dann gibt es das neue Radialmenü des Personal-Thought-Systems und Features hinsichtlich des neuen Inventarmenüs. Soweit. Es gibt noch viele, viele Fragen zu beantworten und ich erwarte erstmal ein Bugfest, ein Fehlerfest und auch viele Gameplay-Fragen, die es zu beantworten gilt, an die CRG wahrscheinlich noch gar nicht gedacht hat. Zum Beispiel Fragen, was passiert eigentlich, wenn ich mich mit einer Verletzung auf dem Mond liegend in einem Downstate befinde und dann auslogge? Bin ich dann mein Inventar los? Wache ich im Krankenhaus auf? Oder respawne ich dann wieder in dem Downstate? Welchen Einfluss haben Essen und Trinken in diesem Downstate? Oder was ist, wenn man einen Crimestat hat und in eine Klinik kommt, wo dieser Crimestat entsprechend negative Auswirkungen hat? Bin ich dann vom Sicherheitspersonal erschossen? Es gibt viele, viele Fragen, die es zu beantworten gilt. Und eben auch Fragen hinsichtlich des Spielspaßes und Menschen, die einem genau das nehmen wollen, Stichwort Griefing. Ich finde, diese Spielmechaniken sind hochgradig gefährlich, weil sie eben viel Spielraum bieten für genau solche spielspaßhemmenden Elemente und die Frage, wie CRG damit umgehen wird. Gut, wir hatten auch schon ähnlich große Bedenken bei Einführung der Mantis, die sich nur bedingt bestätigt haben. Aktuell eigentlich eine nur noch kleine Rolle oder gar keine Rolle mehr spielen. Insofern sind meine Bedenken vielleicht auch nicht haltbar. Dennoch, entgegen des Hypes in der Community, wie gesagt, bin ich hier sehr verhalten, habe sehr viele Fragen und ja, warte jetzt ab, wie sich dann das Spielerlebnis im Verse zeigen wird mit all diesen neuen Änderungen. Wie gesagt, in meinem Discord-Kanal habe ich mich schon ähnlich kritisch geäußert und da wurde auch gesagt, naja, wenn du das so siehst, Respekt, dass du da noch weiter Videos machst und an der Stange bleibst. Ich sagte, na klar, nur weil mich mein Sohn mal wütend macht, heißt es ja nicht, dass ich ihn nicht mehr lieb habe. Und so ähnlich geht es mir mit Star Citizen. Ich bin im Moment, ja, kritisch, wütend, weiß ich nicht. Lehne mich zurück und warte ab und gucke, was passiert. Mein Herz schlägt durchaus für das Spiel, für die Vision.
Und ich warte jetzt einfach ab, wie sich das Ganze entwickelt und bleibe für euch weiter am Ball mit Übersetzungen und mit Erklärungen, wo sie sich dann ergeben. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, für die Unterstützung meiner Tippi-Community. Wer auch den ein oder kleinen Euro sein Dankeschön geben möchte für die Produktion dieser Videos, kommt gerne dazu auf www.tippi.com. Dort sucht ihr nach Astro Sam unter den Creators. Dann möchte ich euch noch zwei Streamer empfehlen. Zum einen PsychShot, der auf twitch.tv/PsychShot unterwegs ist, dort regelmäßig, häufig vormittags streamt. Nicht nur Star Citizen, auch mal andere Spiele. Aber dort findet man gute Unterhaltung, witzige Events und ich bin da auch dann und wann mal zu Besuch. Und dann gibt es noch den guten Stefan Fexi, der sich dann und wann, wenn ich mal eine komplexere Videosession habe mit zusätzlichen Erklärungen, mit seiner Community hinsetzt und wie Robert auch sich meine Videos dann mal anschaut gemeinsam. Beide, PsychShot und Fexi, streamen die CitizenCon. Ich bin bei PsychShot zu Besuch, gemeinsam mit Panier. Wir gucken uns dort die CitizenCon, den CitizenCon-Stream an, im Live-Restream. Und Fexi ist mit Jimmy und Mitch und Danny zugange. Und dann haben wir ein kleines Vorglühen, in dem wir uns gemeinsam treffen. Und dann, wenn die CitizenCon rum ist, werden wir auch noch mal uns gegenseitig raiden und dann auch noch mal eine Nachbesprechung zur CitizenCon machen. Freue ich mich sehr drauf. Sind jetzt noch 3 Wochen Zeit, aber ich dachte, ich erwähne es schon mal. Dann, wie gesagt, zukünftig, denke ich, wird es häufiger mal ein kurzes Video, eine Übersetzung geben. Ein Exkurs, eine Hintergrunderklärung. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Bis dahin verbleibe ich jetzt erstmal, sende euch viele Grüße in die Welt. Danke fürs Zuschauen und wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Tschüss.